die heutige Folge der Klemmbaustein-Lyrik ist nichts für Leute, die eine Spinnenphobie haben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik, nämlich zu Aragogs Versteck aus der neuen Harry Potter-Serie vom Jahr 2018. Dankenswerterweise von Lego für mich als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. 157 Teile hat, kostet 20 Euro. Teilepreis von etwas an die 13 Cent und... Das ist, na gut, immerhin günstiger als die Kutsche, aber trotzdem immer noch ziemlich teuer. Gefühlt eher so ein 15-Euro-Set, aber für den Preis kriegt man es ja auch schon im Angebot, habe ich gesehen. Jo, wir sehen, wir haben Teile und wir haben eine kleine Anleitung. Und wenn wir das alles zusammenstecken innerhalb von, nicht mal eine halbe Stunde, 15, 20 Minuten, dann sehen wir nämlich dort eine große Spinne, zwei Minifiguren, einen Baum und noch ein paar kleine Spinnen. Fangen wir mit den Minifiguren an. Da haben wir einmal Harry Potter, innen natürlich relativ klein. Und das Besondere an ihm ist weniger der Potter selber, sondern insbesondere seine Fackel, die er hier in der Hand trägt. Diese Kerze mit Licht drauf. Das gab es ja jetzt auch schon neu in der großen Halle. Und jetzt haben wir es also auch hier. Ein wenig groß, finde ich, für den Potter selber, der mir hier gerade aus der Hand rutscht. Aber ansonsten okay. Also, nö, finde ich eigentlich eine schöne Fackel. Und dann sehen wir auch natürlich, er hat zwei Gesichter, entspannt und angriffslustig. Und auch den neuen Zauberstab. Den hat auch Ron hier in der Hand. Und auch bei ihm finde ich das Licht das Spannendste. Neben natürlich seinem karierten Hemd und dem Lächeln auf dem Gesicht mit den roten Haaren. Auch hier darf er dann natürlich erschrocken gucken, wenn die Spinnen dann angreifen. Aber diese Lampe in der Hand, also die, finde ich, hat was. Also ist natürlich einfach gestaltet. Das ist einfach dieses graue Lampengerüst drumherum und dann dieses gelbe Teil reingedrückt. Aber sieht cool aus, wie ich finde. Und es passt übrigens auch zum Gesamtset, diese beiden Minifiguren, weil die kommen ja dann auch in Berührung mit Aragog, der nur wenn Hagrid dabei ist, ja ein Lieber ist. Ansonsten plötzlich dann auch mal den Bösen raushängen lässt. Das ist bei dem Äußeren jetzt nicht so überraschend. Und wie ich finde, ist auch Aragog tatsächlich ganz gut gelungen. Also wenn der mir nachts über die Brust laufen würde, ich glaube, die Nacht wäre gelaufen. zumindest auch schon in dieser Originalgröße hier. 8 bewegliche Beine hat er und 2 bewegliche Fangzähne, die wir sehen. Und darüber auch mehrere Augenteile. Wir können den Kopf sogar so ein bisschen bewegen, erkennen wir hier. Da ist mir schon einer von den Fangzähnen abgehauen. Und dann hat er noch, wenn wir gleich sehen werden, auch seinen Oberkörper, beziehungsweise diesen Hinterteil. Den können wir nämlich auch hoch und runter biegen. Während wir hier nochmal die Beine sehen, leicht windschief. Ja gut, irgendwas ist ja immer. Und sind das nicht sogar 4 Zähne oder was? Wie nennen sich denn die Fühler da vorne wahrscheinlich? Naja, es sieht auf jeden Fall gruselig aus. Und wenn wir dann das Hinterteil uns gleich angucken, das können wir das zumindest auch noch so hoch und runter klackern lassen, beziehungsweise einrasten. Wobei, solche Spinnen hatten wir natürlich auch schon öfter bei Lego. Insbesondere bei Herr der Ringe, da gab es das ja und ich glaube, ich kann mich auch noch an ein paar andere Spinnen erinnern. Ändert ja nichts daran, dass auch Aragog hier durchaus, während ich hier jetzt sein Hinterteil tatsächlich mal ein bisschen hoch und runter bewege, ganz gut gelungen ist. Ja, von einigen Positionen, gerade von der Seite, da sah man dann leider beim Kopf auch die Bautechnik. Das war ein bisschen schade, aber ansonsten, nö, ist ja ganz nett. Außer, und das habe ich, glaube ich, bei Lego tatsächlich so noch nie gehabt, also so gesehen gibt es auch keine Abzüge, weil das kann mal vorkommen und alle paar Millionen Teile, die ich bekomme, wenn das nur einmal passiert, ist das immer noch hohe Qualität. Wenn man ganz genau hinguckt bei dieser Zange vorne, da ist ein kleiner Riss drin. Deswegen hält das gute Teil bei mir, dieser eine, nicht so gut drin. Also da ist tatsächlich ein Qualitätsnachteil drin gewesen. Ne? Muss ich mir nochmal reklamieren. Aber ich wollte es nur mal gezeigt haben, der Vollständigkeit halber. Während wir jetzt auf den Baum kommen, den es noch dazu gibt, mit weiteren Spinnen. Es sind übrigens noch mehr dabei, also die werde ich gleich nochmal zeigen. Eine können wir hier zum Beispiel in den Baum hängen. Die hängt an diesem Tischtennisschläger da oben. Dann haben wir ein bisschen was Grünes dran, wobei das wieder darunter hängt, diese Spinne. Eigentlich ganz cool aussieht, weil es sieht, wenn man es richtig hindreht, so aus, als wenn sie sich gerade runterlässt. Dann finde ich auch ganz cool diesen Fliegenpilz, der da unten steht. Ein bisschen was Grünes auch dort. Dann noch ein Netz mit einer Spinne drin. Hier können wir das Grüne dann nochmal ein bisschen besser fixieren. Das war ein bisschen locker bei mir. Ja, siehste, jetzt hält's auch. Und wir haben hinten, das werden wir gleich sehen, eine Netzabschussfunktion. Naja, gut, also man drückt hinten und vorne geht dann hier
Ja, das sieht eher wie so ein Pilz aus, nach vorne weg. Also da hätte ich mir unter einem Netz was anderes vorgestellt, als dieses kleine runde Teil, was wir da jetzt gerade einmal abschießen, das mehr oder weniger die gleiche Form hat vom Pilz. Na, nee, also so ein richtiges Netz, so wie es in der Beschreibung klingt, ist es also nicht, sondern boah, was Massives schießt man da ab. Das finde ich, ist irgendwie sinnlos. Na gut. Sinnlos finde ich dann nicht, dass es schon ein paar weitere Spinnen noch gibt in der Verpackung, weil, wer den Film ja kennt und auch das Buch, das ist ja nicht nur eine kleine Armee, die dann da hinter Ron und Harry hinterher ist, sondern das ist eine richtige Masse. Und wie gut, dass ja dann nachher das Auto da steht. Ja, aber gut, gut, dass eben auch noch ein paar Spinnen dabei sind. Also, ich glaube, es waren jetzt 5. Ja, ist sicherlich keine Riesenarmee, aber immerhin. Dann die Anleitung, wie ich eigentlich fast immer sage, wenig Überraschendes. Selten, dass ich was Überraschendes da erlebe. Hier sehen wir auch, dass tatsächlich hier diese Netzabschussfunktion so gedacht ist, wie ich es gerade gebaut habe. Man baut also erst den Baum und dann die Spinne und dann stellt man alles nebeneinander. Gibt es noch ein bisschen Werbung für die anderen Sets und das sei es dann auch gewesen. Kommen wir zum Fazit. Also, die Spinne finde ich gut, wenn man sie nicht gerade von der direkten oberen Seite anguckt. Ich finde auch die Lampen bei den Minifiguren gut, wobei auch die Minifiguren völlig ordentlich sind. Contra, ja, diese Netzabschlussfunktion finde ich sinnlos. Und es ist wieder recht teuer. Natürlich nicht ganz so teuer wie die Kutsche, aber ja, also das ist trotzdem, da kann man schon mal gucken, wann es denn hier und da mal wieder ein Angebot gibt. Das war's dann für heute auch mit der Klemmbaustein-Lyrik. Gute Träume von Spinnen. Bis bald und tschüss.